Wieder mal zu Gast im Berliner Friedrichstadtpalast, Glamour pur mit Kostümen von Jean-Paul Gaultier, The One Grand Show. Und das heißt eben Materialschlacht der Perücken, Corsagen, Federboas, verrührt mit Anarchie, Apokalypse und Artistik. Ein Wow-Moment. The One Grand Show ist ein ganz wunderbarer Tagtraum eines Protagonisten, in den er verfällt, während er auf einer Party, da beginnt die Show, merkt, dass diese doch in einem sehr besonderen Ort stattfindet, nämlich in einem alten Theater. Und ja, The One ist diese eine Sekunde Tagtraum, Delirium, Reise durch die eigene Gedankenwelt, um später wieder genau dort aufzuwachen, wo wir angefangen haben. Es wird wieder mal nicht gekleckert, sondern geklotzt auf der größten Theaterbühne der Welt. So wie die Besucher des Friedrichstadtpalastes es ja auch erwarten. Modefans bekommen Schnappatmung angesichts von 500 Kostümen, die Jean-Paul Gaultier für das Spektakel entworfen hat. Die überwältigende Wucht der Inszenierung, bei der manchmal 100 Künstler die fast 3000 Quadratmeter Bühne bevölkern und tänzerisch präzise bewimmeln, ist bei manchen Szenen auch ihr eigenes Handicap. Als Besucher weiß man manchmal gar nicht, wohin man zuerst schauen möchte und muss. So viel perfekte Miniaturen konkurrieren gleichzeitig um Aufmerksamkeit. Es ist im wahrsten Sinne ein Overkill an optischer Opulenz, bei der man sich nicht wehren kann, mitgerissen zu werden. Und gleichzeitig ist es die schönste Werkschau eines begnadeten Couturiers, die die Modewelt jemals gesehen hat. Definitely it's different when you are working for a revue, you know, on the big one like that, than for fashion. Fashion is something very about like but you have to take care about the client, to do, to think about something that is wearable, beautiful, but wearable. There, it's more about imagination. I had already like some experience with like doing for Madonna, doing also for movie. So I love that. I am very much on loving, you know, truly loving like theater. So that is truly like a dream, and it has to be magical, you know. So I love to put a little of magic in fashion, but there it's completely open doors to all what is magical and creativity and let express yourself. And there it was excellent because truly I could like let my imagination completely free. They accept everything I propose, you know, and even sometimes like I did, like the idea was like some freaks, you know. So I love that, you know. In reality, it should be, of course, in fashion, I couldn't do that. I am not the of course, it's completely different. So it's truly pure imagination, and I love that. So for me, it's like a fabulous adventure. Nach der letzten Show mit Kostümen von Thierry Mugler ist Jean-Paul Gaultiers Präsenz dieses Mal noch offensichtlicher. Deshalb auch lieber keinen Gegenschuss ins Publikum mit seinem modischen Katastrophen-Outfit. Wenn man mit einem Künstler wie Jean-Paul Gaultier zusammenarbeitet, muss man sich klar sein, dass das ein Mann ist, der gerne Konventionen bricht. Ja, man wurde ja schon ganz am Anfang seiner Karriere als enfant terrible, als ein Tabubrecher bezeichnet, wenn man sich das jetzt anschaut. Er spielt mit Klischees, also Männer, die Frauensachen tragen und so weiter. Es sind sehr homoerotische Dinge drin und sehr sexy Dinge. Und das ist natürlich etwas, das war zwar in den 20er Jahren auch schon mal diese Sexiness, aber die heutigen Zeiten sind ein bisschen brüder geworden fast wieder. Und insofern trauen wir uns da schon was, weil wir da eine großstädtische, urbane und sehr moderne, freie Welt zeigen. Und insofern ist es eigentlich schade, dass man sagen muss, aber in der heutigen, im heutigen zeitlichen Kontext muss man sagen, trauen wir uns wieder was. Eines muss man Bernd Schmidt lassen. Der Mann hat wirklich Mut. Was er seit 2008 mit der mittlerweile fünften Großproduktion auf die Bühne gestellt hat, ist Weltklasse. Und der Mut besteht darin, so etwas manchmal Provokantes seinem Stammpublikum zuzumuten. Das stammt nämlich immer noch eher aus Luckenwalde, denn aus Las Vegas. Kongenial, etwas schrill und schräg gehen Besucher und Künstler eigentlich nur am Premierentag eine sich gegenseitig befruchtende Melange ein. Friedrichstadtpalastbühne ist super.
Dafür würde ich wahrscheinlich auch im Bikini da in dieses Wasser hüpfen. Ich weiß noch nicht, ob das jemand sehen will, aber ich würde es gerne machen. Ich könnte auch gerne als Walross da noch auftreten in dieser Wassershow. Ich werde mich heute bewerben. Ich bin definitiv in eine ganz andere Welt versetzt worden. Also ich liebe ja alles, was provokant ist und spektakulär und wirklich ein ganz großes Kompliment an Jean-Paul Gaultier für die Kostüme. Also ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus und natürlich die Künstler, die da so eine Wahnsinnsleistung gebracht haben. Da kommt man sich wirklich so richtig schlimm talentfrei vor. Also wenn man das sieht. Die Geschichte handelt ja von der einen Person, die man finden soll, oder? Von der Seelenverwandtschaft. Und ich glaube auch daran und ich finde, es ist ein ganz schönes Motto, aber ich denke auch, dass man sich die Zeit nehmen sollte, herumzuprobieren. Das ist ein Hammer. Ja, besonders die Poesie mit der Artistin natürlich. Das ist ja unwahrscheinlich, was sie tut. Und diese gesamte Produktion, alles. Also ich kann es Ihnen kaum, ich muss erst was verdauen. Das ist eine gewisse Reizüberflutung, ja. Es ist immer noch das Phänomen Friedrichstadtpalast. Wer zum ersten Mal eine der neuen Shows sieht, ist geflasht, dass es so etwas in Deutschland gibt. Diese Präzision, Ausstattungsqualität und Bühnenfreude. I should say the quality of the on craft, on the quality of the people, the energy and the enthusiasm of the people working on it, and the kind of very like structure on doing it, on doing well, you know, the professionalism, on the joy to do it. That is very, because I feel very much, you know, that, you know, I feel when people are like in a negative way or things like that, I feel it like instantly. It was only joy to work with it. That impressed me. And also the possibility in that theater, which is absolutely beautiful and huge. And I never worked for one place like so big and huge, you know. Mit der Kamera konnte ich leider ausführlich nur das Opening und das Finale drehen vor der Premiere. Die große Überraschung beim Besuch der Show sind dann die aufwendigen Bühnen- und Lichteffekte, die heute das Beste darstellen, was auf dem Markt so zu haben ist. Und die vielen unerwartet leisen Momente mit Artisten und Sängern wie Roman Loeb und Brigitte Oelke. The One ist eben weit mehr als 2 Stunden nur atemlos machendes Tingeltangel. Auf der Bühne steht der größte Gaultier Catwalk ever. Das Ganze in einem Bühnenbild, was sich hebt, senkt, fliegt, wo der Boden aufbricht, wir das Becken fluten. Ich glaube, wir sind nah an ganz großen surrealen Traumbildern, die so live, real auf einer Bühne niemand erwarten würde. Es ist halt das Schicksal des Propheten im eigenen Land. Als Vielreisender habe ich ja durchaus Vergleichsmöglichkeiten und weiß, wie oft zerrupft und professionell gelangweilt viele Big Names ihre Signaturspektakel abspielen. Berlin hat mit dem Friedrichstadtpalast die größte Bühnenattraktion Deutschlands, ohne Sprachbarriere und bei weitem origineller als all die Abspielstätten von Konservenmusicals, deren künstlerische Halbwertszeit bereits überschritten scheint. Oder wer inszeniert sonst schon eine Show mit 11 Millionen Euro Budget und 2 Jahren Laufzeit? Also Checkergebnis, The One ist ein Muss beim Berlin-Besuch. Ich denke, dass der Palast in Deutschland in den letzten Jahren sich wirklich einen Ruf erarbeitet hat. Er könnte europäisch und international noch deutlich stärker sein. Ich glaube, wenn die Leute wüssten, was wir tun, werden wir jeden Abend ausverkauft und so sind wir ja nur bei 86%. Das heißt, 14% der Welt passen hier noch rein. Insofern, daran arbeiten wir. Das Moulin Rouge ist deutlich bekannter in Paris. Fast jeder auf der Welt kennt das Moulin Rouge. Den Friedrichstadtpalast nicht so sehr, aber ich möchte dahin, dass wir so bekannt sind wie das Moulin Rouge, aber bessere Shows haben als das Moulin Rouge.